meine lieben YouTube-Freunde und meine Abonnenten. Ja, das Scheibchen ist nass. Das Wetter ist scheiße. Es ist also Zeit, ein neues Video herzustellen. Und genug Themen habe ich ja. Und auch ein bisschen Zeit. Weil bei dem Dreckwetter gehe ich nicht raus. Das macht mir keine Freude. Also machen wir jetzt ein Video. Peace, meine lieben Dampferfreunde. Wie ich es gerade gesagt habe, draußen geht die Welt unter. Richtig beschissenes Wetter. Und was macht man bei beschissenem Wetter? Ein neues YouTube-Video. Ich werde heute mal Folgendes vorstellen. Und zwar den Kaifun Light, den ich mir bestellt habe. Und den Kaifun 3.1 ES. Beide werde ich vorstellen. Und auf beide werde ich eingehen. Im Rahmen meiner eingeschränkten Möglichkeiten sozusagen. Ja, ist mein Dampfen. Und den einen werden wir auch wickeln davon. Den interessanteren von beiden. So, ist mal ein gedampft. Ja, Hefeweizen, Erdinger, muss auch sein. Sabbelwasser. Das ist mein erstes jetzt, ne? Nicht, dass ihr denkt. Hier in der Flasche, die habe ich mir gerade eingeschenkt. Hier in der Flasche ist noch was drin. Das kann ich mal reinfüllen. Ja. Passt genau. Jetzt, das Video wird 5 Stunden lang. Da will ich mir dann ganz viele Flaschen davon reinorgeln. Und dann könnt ihr mir ganz zum Schluss zugucken, wie ich schlafe. Dann wird das Video 10 Stunden lang. 12. So, Prost, Freunde. Dreckwetter draußen. Richtig scheiße. So. Wie gesagt, ich werde den Kaifun vorstellen. Den habe ich nämlich so gekriegt, in so einer Tüte. So lose rumflatternd. Ja, den habe ich schon eine ganze Weile hier liegen. Ja, den ja auch. Den Kaifun Light. Die Klone. Klone. Jetzt nochmal dampfen. Ja, mein Perle GT, mein Typhoon GT. Also, der rockt schon die Hütte, ne? Ich habe im letzten Video einen Kommentar gekriegt von Bertel Enzelfellner. Bertel Enzelfellner. Blende ich ein. Hat geschrieben: Wer ist eigentlich die oder diese Schwuchtel, was Daumen runterdrückt? Bertel. Bertel. Wer ist eigentlich die oder diese Schwuchtel, was Daumen runterdrückt? Ich weiß es nicht. Das sind Fans von mir. Das sind wahrscheinlich so Typen hier, sobald ich irgendwie was mit Klonen sage oder sowas. Oder gegen die Händler. Gleich Daumen runter. Aber ich habe nochmal geguckt, auch bei meinen anderen Videos. Das liegt immer so im Prozentbereich, so um die 4%. Also 96% sagen, super. Und 4% sagen, muss ich nicht haben. Auf diese Schwuchteln können wir verzichten, das ist nicht so schlimm. Die haben sich meine Videos auch nicht angeguckt. Die sehen neues Video, Daumen runter, Klick, erledigt. Ein bisschen schade finde ich das schon, weil ja, wenn man keinen Bock auf die Videos hat, also erstmal sollte man sie sich komplett angucken. So, und dann kann man ja immer noch Daumen runter, aber nicht nach einer Minute Daumen runter. Vielleicht sage ich ja doch noch was Sinnvolles in den Videos. Ne? Und vor allen Dingen, wenn die Videos nicht gefallen, ich meine, es ist legitim, einfach einen Daumen runter zu machen, aber wenn die Videos nicht gefallen, wäre ja doch mal ganz nett, wenn man mir schreibt, was scheiße an den Videos ist, was ich ändern muss, damit sie denen gefallen. Na gut, bei Beate brauche ich nicht kommen, ne? Bei der habe ich verschissen bis zur Rente. Ne? Ja, ich habe ihr das Angebot gemacht, wir hätten jetzt hier schön andampfen können. Sie hätte an meinem Typhoon GT hätte sie saugen können. Mit einem normalen Akku, mit verschiedenen Konfigurationen hätte sie hier saugen können. Da hätte ich das sogar gefilmt. Naja, das ist dann schon wieder fast ein Porno, ne? Wollt ihr das sehen? Ja, gut, nicht. Dann wird's kostenpflichtig. Wenn ich hier mit Beate Pornos drehe, ne? Also dann müsst ihr lügen, ne? Das ist aber klar. Ja, einen Daumen.
Daumen ist garantiert von Beate und ein anderer Daumen vom Händler. Das waren ja nur zwei negative. Da kommen sicherlich noch ein paar dazu. Aber das stört mich alles nicht. Das ist okay. Nichts ist schlimmer, als wenn alle zufrieden sind. Weil das ist, das wird, dann mache ich was falsch. Na, da bin ich zu, da bin ich nicht giftig genug. Na, also da müssen immer einige, müssen immer einen auf den Latz kriegen so, und die müssen beleidigt sein. Dann passt das schon, weil das sind nämlich gerade, das sind ja meine Stammkunden sozusagen. Die gucken ja alle meine Videos, beziehungsweise nur zwei Minuten, um den Daumen runter zu machen. Aber wie gesagt, mich stört das nicht. Wie ist denn das Bertel, ne? Der gefragt hatte. Enzelfellner. Bertel, mach dir keine Sorgen, alles ist gut. Hauptsache dir gefallen die Videos und dann passt das schon. Na, und was da nur für Schwuchteln sind, die Daumen runter machen. Ich habe überhaupt noch nie bei YouTube irgendwie einen Daumen rauf oder runter gemacht. Weil das interessiert mich alles gar nicht. Ich gucke mir ein Video an, finde das gut für mich oder finde scheiße, wenn ich scheiße bin, dann schalte ich es ab. Da muss ich nicht noch irgendwie Daumen rauf, Daumen runter. Also, ja, das ist so ein bisschen Facebook-Käse. Ne? Deswegen bin ich auch bei Facebook weg, weil das auch alles heile Welt. Ne? Und wenn du den Leuten da die Meinung geigst, ne? Anja, hallo Anja, schönen Gruß. Ne? Wenn die dann ein Bild online stellt und so auf ihrem Urlaubsfoto guckt und andere Leute schreiben schon, das musst du aber nochmal machen, das Bild. Da lächelst du ja gar nicht. Und ich schreibe dann noch, nee, so sieht Anja aus, wenn sie glücklich ist. Ich weiß gar nicht, das Bild zeige ich mal hier, um das ging. Unkenntlich gemacht, natürlich unkenntlich gemacht. Na, und ja, da habe ich einfach einen ironischen Kommentar geschrieben, beleidigt, ne? Ja, seitdem redet sie nicht mehr mit mir. Daumen runter. Also, sagt sie Perle, Daumen runter. Ja, mir doch egal. Und ich sag halt, wie es ist. Und da habe ich ja scheinbar wieder mal einen Schwarzen getroffen. Und wenn, ja, Facebook, ne? Also Facebook ist das natürlich so, jeder in meinem besten Licht, ne? Und bloß nichts Kritisches zulassen, was wir gleich wegzensiert. Na gut, das mache ich hier auch, ne? Wenn man anfängt, hier irgendwelchen Unsinn zu schreiben, der mit dem Thema nichts zu tun hat, dann kicke ich die Leute auch raus. Aber dann sage ich noch was dazu. Ich kicke die nicht einfach so weg, sondern meistens sagt Beate, sage ich noch was dazu, ne? Und veröffentliche das auch. Und es ist immer wichtig, das Warum zu erklären. Also mit diesen Schwuchteln, was Bertel da gefragt hat, die den Daumen runter gemacht haben. Weiß ich nicht, was da für Leute sind. Interessiert mich auch nicht. Aber es ist lustig. Ich finde das gut. Ne? Also, wenn das wirklich Hater sind, dann ist das natürlich prima. Ne? So, Freunde. Ja, aus dem Alter sind wir auch raus, ne? Dass uns sowas ärgert, ne? Also, mich interessiert es sowieso nicht. Mir ist das nur aufgefallen mit den zwei Daumen, nachdem du das da geschrieben hast, ne? Ich gucke mir meinen Quatsch ja nicht nochmal an, ne? Ja, dafür sind meine Videos auch viel zu unwichtig, ne? Aber für einigen Leuten scheinen diese Videos ja zu gefallen, sonst habe ich ja nicht über 1000 Abonnenten. Und für die mache ich jetzt dieses Video. Ja, wie gesagt, Bertel, das haben wir jetzt abgehandelt. Jetzt kommt die Vorstellung. Ich habe ja diese zwei Sachen gekriegt. Und zwar, was brauche ich wieder meinen Zettel? Muss ich ablesen. Und zwar habe ich den Kaifun Lite bekommen und den Kaifun 3.1 ES zu den Preisen. Das sind beides Klone, ne? Böse China-Fälschung. Ja, ich kann mir kein Original kaufen. Ich bin echt eine arme Socke, ne? Also muss ich eine China-Fälschung kaufen, ne? Bloß taugen die was oder taugen die nichts? Das werdet ihr in diesem Video erfahren. Für den Kaifun Lite hier, da passen 4,5 ml rein, genau wie beim Original. Das sind also 1 zu 1 Fälschungen sind das. Fast 1 zu 1 Fälschungen. Der hat gekostet $26,70. Das sind 19,60 €. Also unter 20 Euro. Na, sagen wir 20 Euro. 20 Euro hat er gekostet. Der kostet in Deutschland 75 Euro im Original. 20 Euro zu 75 Euro. Ist nicht so viel Unterschied. Naja, ich meine, ich könnte mir jetzt 4 Stück davon bestellen. 4 so eine Schachtel. Na, da kriege ich gerade mal ein Original für, ne? Für 4. So, pass auf. Dann habe ich mir noch den, der ist natürlich nicht in so eine schöne Schachtel geliefert worden. Den Kaifun 3.1 ES. Der kostet in Deutschland 129 Euro. Und da habe ich bezahlt $21,37. Entspricht 15,70 Euro. Also für knapp über 15 Euro habe ich den Kaifun 3.1, also den teuersten Kaifun bekommen. Und den will ich auch gleich vorstellen. Ja, dann könnt ihr euch mal ausrechnen, wie viel von diesen Kaifun-Sets hier mit Hülse, mit Edelstahlhülse, allem drum und dran,
wie viel ich da bekommen würde für 129 Euro. Lass mal rechnen. 30 sind 2, ne? 90, also 120, warte mal, 4, 8. Das ist schon mal 120, wäre schon 8 von den Dingern, ne? Ja, 8. 8 Stück. Also der ist richtig günstig, ne? Und ob der was taugt, und wir werden ihn gleich zerlegen, wir werden ihn auch neu wickeln. Aber was heißt neu wickeln? Wir werden ihn wickeln, den habe ich noch gar nicht gewickelt. Den habe ich gewickelt. Da habe ich eine Mikrokeule gemacht. Kann ich mal zeigen. Nein, zeige ich nicht. Ich schwenke jetzt das mal runter und zeige euch beide. Mit Schnitt. Es geht nach unten. Wie üblich, haltet euch fest. Schnallt euch an. Es geht nach unten. Da bin ich wieder. Das ist die Box von dem Kaifun Light, für den ich 19,60 Euro bezahlt habe. Folgendes ist in der Box drin. Einmal der Kaifun Light. Ich hatte euch das ja schon im letzten Video gesagt. Mit dem Drip-Tip, welches nicht durchgebohrt war, wo oben 2 mm gebohrt waren und den Rest muss ich nachher selbst bohren. Der stank ordentlich nach Maschine. Den habe ich im Ultraschallbad habe ich den richtig sauber gemacht. Die Werkswicklung stank, die habe ich runtergerissen und weggeschmissen. Ja, Kaifun halt. Von der Verarbeitung her ist er okay. Was ist dabei? Ein kleiner Schraubendreher ist dabei. Upsala. Zwei vorgefertigte, die komischerweise nicht stinken. Zwei vorgefertigte Wicklungen sind dabei, Werkswicklung. Dann ist noch ein, den nehme ich mal raus. Dann ist noch ein Imbusschlüssel dabei. Es ist dabei ein Dichtungssatz, ein kompletter Dichtungssatz mit allen Schrauben, die man benötigt. Und eine Edelstahl-Tankhülse. Ja, so wurde der auch zusammengebaut angeliefert mit diesem Tank hier, mit diesem Tankmittelelement. Habe ich aber ausgetauscht. In diesem Fach lag nämlich drin diese Klarsicht, dieser Makrolon-Tank. Den Makrolon-Tank habe ich hier rausgenommen und gleich eingebaut, weil ich das schöner finde, dass man sieht, ob da Liquid drin ist. So sieht das ganze Teil aus. Man kann ihn auch auf komplett, wie gesagt, auf Edelstahl umrüsten, so wie man ihn geliefert gekriegt hat und benutzen. Ich finde es so schöner, aber die Edelstahlhülse hat man immer noch mal zu liegen. Tut nicht weh. Ja, hat ein abnehmbares Drip-Tip. Er lässt sich komplett zerlegen. Das zeige ich an dem jetzt nicht, weil hier noch Liquid drin ist. Weil ich hier eine Mikrocoil-Wicklung gemacht habe, die mir persönlich nicht so gut gefällt. Er hat ein Luftzuchloch. Das ist hier. Jetzt gehe ich mal dichter ran. Er hat ein Luftzuchloch und er hat eine Luftregulierung. Die Luftregulierung bei dem Kaifun, dieser entspricht quasi dem Kaifun Light Plus. Weil der normale Kaifun Light hat nämlich keine Luftregulierung, soweit ich das weiß. Es ist ein Splitter aus dem Kaifun Light und Kaifun Light Plus, sagen wir mal so. Also der hat hier ein Luftloch und eine Luftregulierung und die Luftregulierung, deswegen liegt der Imbusschlüssel hier auch bei. Die stellt man quasi hier oben über die Badenschraube, die hier drin ist, mit dem Imbusschlüssel, stellt man die ein. Mache ich jetzt nicht, weil ich das schon gemacht habe. Dann hat auf der Unterseite die Befüllschraube. Der Original Kaifun Light Plus hat hier vorne ja eine Schlitzschraube, eine Schlitzmadenschraube für die Luftregulierung. Wie gesagt, die ist hier seitlich bei dem angebracht. Hat hier unten eine Kreuzschlitzschraube, die den Tank wunderbar abdichtet. Also es funktioniert der Süft nicht. Das habe ich schon ausprobiert. Der ganze Tank ist komplett dicht. Da kleckert kein Liquid raus, also wunderbar. Und die Schraube hält auch zu. Das ist einfach nur eine Senkschraube. Und die nimmt man hier raus, nimmt eine Spritze oder eben Spitzen. Hier liquidtechnisch. Hier so eine Pulle in der Spitze. Und dann kann man da sein Liquid reinkleckern. 4,5 Milliliter passen da rein. Übrigens hier zum Liquid. Das ist mein... Moment. Das ist Eierlikör. Eierlikör wird rötlich, wenn es gereift ist. Seht ihr das? Ja.
Ja, wie dampft sich der? Ich habe da jetzt eine Mikrocoil-Wicklung drauf. Ich will den jetzt nicht komplett zerlegen, um euch das zu zeigen. Das könnt ihr mir schon glauben. In der 8er-Wicklung, 0,20er Kantaldraht, 8 Wicklungen gemacht. Vom Polierverhalten her und vom Oberflächenfinish ist der nicht so schön. Man sieht es vielleicht hier in der Detailansicht. Wenn ich jetzt nochmal genau fokussiere. Hier so ein bisschen Dreh. Es sind kleine Kratzer dabei. Also er ist von der Verarbeitung her, würde ich mal so behaupten, Hauruck bearbeitet. Das schreit förmlich nach Glasperlenstrahlen hier, die Geschichte. Aber noch lasse ich ihn, noch verhunze ich ihn. Wenn ich den richtig nachher verhunzt habe, dann werde ich ihn Glasperlenstrahlen, dass er so ein dunkles, mattes Seitenfinish bekommt. Aber ansonsten passt, ne? Für 20 Euro, ne? 20 Euro. Haut hin. Insbesondere, weil das ganze Zubehör noch dabei liegt. Das hatte ich euch eben gezeigt. Also auch die Edelstahl-Mittenhülse sozusagen hier, die man hier noch reinbauen kann. Da habe ich die Dichtung hier entnommen. Die lagen da nicht bei und habe die Dichtung hier raufgepackt. Hier waren so weiße Dichtungen bei, helle Dichtung. Und die habe ich hier verbaut. Wenn man von oben hier so reinguckt in das Glas, dann kann man das erkennen. Zack. Nichtsdestotrotz liegt dem Set natürlich auch, wie gesagt, ein kompletter, jetzt kann man das auch besser sehen, ein kompletter Satz Dichtung und Schrauben bei, sogar eine Madenschraube. Die Air Control, das funktioniert wunderbar. Und eben diese zwei Werkswicklungen. Ich persönlich mag diese Werkswicklung nicht. So, die Air Control hier funktioniert wunderbar. Wenn man sie reinschraubt, ja, das kann man treiben, bis überhaupt keine Luft mehr durchkommt. Das kann man also relativ genau einstellen. Und nun schwenke ich mal hoch und dampfe den mal. Also wie gesagt, hier ist jetzt Microcoil drauf, eine 8, also mit 0,20er Kantaldraht gewickelt, weil ich keinen dickeren Kantaldraht hier habe. Habe ich 8 Wicklungen gemacht, schön eng zusammen als Paket. Das Ganze wieder mit Watte. Und ja, den halben Tank habe ich auch schon weggedampft. Jetzt zeige ich euch mal, wie der dampft. Ja, mein Geschwenke. Können noch ein Tick weiter runter, ne? Dann mache ich das doch so. Dann schraube ich hier mal meinen Perle GT ab und schraube den hier mal rauf. Ja, den zerlege ich jetzt nicht für euch, weil der eben aufmunitioniert ist mit Liquid. Weil ja gleich noch der Kaifun 3.1 kommt. Der ist ja fast baugleich. So. Habe ich bei meiner 8er Wicklung mit 0,20er Kantaldraht als Paket Microcoil mit Watte, habe ich einen relativ hohen Widerstand, klar, 8 Wicklung. Da lande ich jetzt exakt bei, ich kann es euch mal zeigen. Moment, jetzt muss ich das mal weg. Da lande ich exakt bei 2,8 Ohm. Kann man das sehen? Konnte man das sehen? Mal dichter ran, dann kann ich das hier oben im Display sehen, ob man das sehen kann. 2,8, ne? Ja, jetzt wird voll stimmen. 2,8 oben, ein bisschen hochohmig. Und den dampfe ich jetzt mal mit 10 Watt. Also, ein bisschen mehr sein, aber passt. Passt. So, den packe ich mal wieder zur Seite. Da will ich noch mal ein bisschen rumexperimentieren mit der Wicklung. Das heißt, dass ich wirklich mal eine Standardwicklung auf den normalen Kaifun packen. Der Flash, also ich habe die Wicklung ziemlich tief gesetzt, aber ich habe da nur einen Microcoil gemacht. Die habe ich ziemlich dicht über dem Luftloch. Also der Flash ist schon ganz schön heftig bei 14 Milligramm Nikotin. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also weniger, weil viele sagen, das ist ein sehr milder Dampf, der rauskommt. Also der Dampf ist schon okay, ne? Plus eben, der ballert schon ganz schön gut rein, ne? Ich bin mal gespannt, wenn ich den gleich anders wickel bei meinem Typhoon 3.1, den ich gleich vorstelle, wie da das Flashverhalten ist. Die sind beide identisch. Ich zerlege den jetzt nicht.
der Typhoon 3.1, der hat noch einen Collectors-Tank hier unten, also nochmal so eine Art Tankwanne. Der ist auch ein bisschen anders aufgebaut. Und ist dadurch ein bisschen größer, die Base. Aber das werde ich euch gleich vorstellen. So. Das war der Light. Jetzt kommen wir zum 3.1 Modell. Dem Typhoon 3.1, auch in Edelstahl. Also schwinge ich runter und dann zeige ich euch mal, was man für 16 Euro, erstmal schraube ich mal wieder den Perle-GT rauf, was man für 16 Euro bekommt. Also ist das eigentlich der bessere Deal von beiden. Na gut, hier sind jetzt keine Dichtringe dabei, kein Dichtungsring, kein Satz Dichtungsringe. Der ist aber deutlich besser verarbeitet als das Light-Modell. Wobei das Light-Modell auch okay ist. Aber das Oberflächenfinish kommt nicht an das Finish von dem hier ran, das werdet ihr gleich sehen. Der ist besser von der Qualität und auch günstiger. Und im Original kostet 129 Euro. Was nun nicht heißen soll, dass der Light schlecht ist. Der hier ist ja nun mein Perle GT hier, mein Typhoon GT. Also das ist ein Traum, das Ding. Ne? Also in den habe ich mich richtig verliebt. Ne? Hätte ich nicht gedacht. So, jetzt nehme ich nochmal einen Schluck Sabbelwasser. Und schwenk mal runter. Und zeige euch den. Ich hoffe, ihr könnt das so erkennen, so einigermaßen. Ja, müsste eigentlich gehen. Also ich habe den gekriegt in so einer Tüte hier. Das ist der Lieferumfang. Ich zeige euch mal den Original-Lieferumfang, wie ich den bekommen habe. Moment. Achso. Also der Schraubendreher war nicht dabei. Das zeige ich euch gleich, warum ich den Schraubendreher dabei gelegt habe. Also so habe ich den bekommen. Also, so, oder so bekommt man den. So wird er geliefert. Diesen Sachen. Ja, wieder eine Standard. Ja, eine Standardwicklung. Eine Werkswicklung ist dabei. Für 15,70 Euro. Dann ist dabei eine. Den zerlegen wir jetzt auch mal. Da muss ich doch noch ein paar Sachen zu sagen. Dann ist dabei eine Tankhülse aus Edelstahl, dass man ihn umrüsten kann, dass man dieses Fenster, wenn man da keine Lust hat, dass man einen kompletten Edelstahl-Verdampfer sich basteln kann. Dann ist dabei dieses Drip-Tip, kann man nicht abziehen, nicht wie beim Light. Man sieht auch, dass der ein bisschen größer ist. Ich packe die beide nebeneinander, dann könnt ihr es besser sehen. Sauber machen hier. Seht ihr das, den Unterschied? Der Light ist wesentlich kleiner als der 3.1. Wenn ich ihn nach oben packe, ist er identisch. Man sieht es hier auch schon an der Base. Seht ihr das mit diesem Collectors Tank? Hier ist der. Kann man das? Ich mache mal das Licht ein bisschen besser. Dieses Stück hier ist der Collectors Tank, also das ist noch ein Auffangtank, den kann man auch noch zerlegen. Und hier unten ist nur eine kleine Base bei dem Light-Modell. Jo. So sieht's aus. Also dieser Drip-Tip hier, oder dieses Drip-Tip, ist schraubbar. Und was auch noch beilag, war im Lieferumfang war auch noch so eine Adaption, um sich zum Beispiel einen Drip-Tip aufzustecken. Ein Adapter. So, dieser Adapter hier. Dieser Adapter, wie gesagt, dieses Drip-Tip, das Original-Drip-Tip, ist geschraubt. Wird geschraubt, kann man nicht abkriegen. Schraubt man ab und dann gibt es noch ein Adapterstück. Das kann man hier reinschrauben. Und das ist scharfkantig wie Sau, da habe ich meine ganzen Finger zerschnitten. Hier oben dieser obere Ring. Man den schlecht festhalten kann. Das Gewinde war ein bisschen schlecht geschnitten, also man musste
Da musste sich erstmal ein bisschen einlaufen. Aber jetzt läuft er gut rein, seht ihr, ne? Jetzt lässt er sich leicht einschrauben und dann kann man auch ein, aber es ist immer noch scharf hier oben, die Kante hier. Dann kann man auch, ich nehme jetzt mal von meinem Perle GT das Strip-Tip, kann man ein anderes Strip-Tip adaptieren. Ne? Kann man eigentlich jedes Strip-Tip jetzt einstecken, was man so rumliegen hat. Finde ich eine gute Sache, dass es damit beilag. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch zum Lieferumfang gehört, weil das schon in Ordnung. Und dann kann man das wieder abschrauben. Netter Adapter. Ich finde das original schraubbare Strip-Tip, das beiliegt, auch nicht schlecht. Aber wenn einem das mal nicht mehr gefallen sollte, kann man über den Adapter normale Strip-Tips adaptieren. Meine Ming-Vasen oder sonst irgendwie was. Ja, genauso kann man das. Ich kann ihn auch gleich dabei. Nee, ich zerlege ihn noch nicht. Was auch noch dabei war, ist, also das ist ja schon hier ein 4,5 Milliliter Tank hier vorne. Dann hat man hier einen Collectors-Tank. Und dann hat man hier ein, Moment, das ist zur Befüllung. Hier soll das, hier ist ein Liquid-Befüllventil, um das Liquid einzufüllen. Hier ist das Zugloch für die Luftzufuhr. Und hier vorne diese Imbus. Deswegen habe ich hier einen Torx-Schraubendreher genommen. Diese Schraube hier, diese Madenschraube. Ich schraube sie mal raus. Und hol auch nochmal Mesh-Schiebe. Ich bin gleich wieder da. Dazu muss ich was sagen. Dem Typhoon 3.1 lag folgende Madenschraube bei. Die habe ich aufgehoben. Und zwar die hier. Jetzt habe ich die falsche erwischt. Moment mal, Freunde. Ich habe sie jetzt habe ich sie. Ja, hier habe ich noch ein paar Q-Tipps abgeschnitten. Sage ich auch gleich was zu. So, also diese Madenschraube. Jetzt gehe ich dich daran. Jetzt muss ich dich daran. So. Diese kleine Madenschraube hier, die lag bei. Die war hier eingeschraubt. Warte mal, wo war sie denn eingeschraubt? Hier war sie eingeschraubt. Hier vorne in dem Loch. Und diese kleine Madenschraube ist zu kurz. Die dient eigentlich für die Luftregulierung. Und wenn man die reinschraubt, müsst ihr vorsichtig sein. Wenn ihr diese Madenschraube reinschraubt hier, dann fällt die in diesen Collectors-Tank rein. Dann ist sie ganz schwierig wieder rauszukriegen. Weil man dreht und dreht und dreht und es passiert nichts, weil die zu kurz ist. Also wie man auf die Idee kommt, da so eine kurze Madenschraube reinzupacken, die keine Funktion hat, die ist 3 mm lang. Die ist viel zu kurz. Und dann habe ich ja noch eine Madenschraube mir geholt, die 5 mm lang ist. Mit dieser 5 mm Madenschraube gibt es keine Probleme. Da funktioniert es dann auch. So, und die schraube ich jetzt mal rein. In die Air-Control. Und wenn die bündig ist, schaue ich hier mal rein, und wenn die bündig anliegt, ich ziehe mal, jetzt habe ich vollen Luftzug, und jetzt wird es schwerer, wenn sie Millimeter drin ist. Upsala, jetzt kann man es gar nicht sehen. Wenn sie Millimeter drin ist, so wie jetzt. Jetzt wird der Luftzug deutlich schwerer. Wenn ich sie jetzt wieder ausschraube. Dazu nehme ich einfach einen Torx-Schlüssel hier. Funktioniert auch wunderbar, weil ich keinen passenden Innensechskant habe. Funktioniert auch gut. Das ist ja nur zum Verstellen. Also wenn die bündig ist, na jetzt ein Stück weiter raus. Ja, jetzt habe ich wieder vollen Zug. Wenn die bündig ist mit dem Außengehäuse, dann hat man volle Kapelle, also dann ist das Loch hier nicht eingeschränkt. Und wenn man weiter reingeht, schränkt sich das dann der Luftzug ein. So kann man das dann regeln. Das funktioniert aber auch nur mit einer 5 mm Madenschraube. Mit dem kleinen Ding, in dem Moment, die ist nachher so tief drin, dass sie reinfällt in den Collectors-Tank und die ist echt schwer wieder rauszukriegen. Ich zeige euch auch gleich, warum und wieso und weshalb. Jetzt brauche ich aber noch einen Schraubendreher, ne?
Dazu sollte ich mir auch noch einen Schraubendreher holen. Ich seppel. Mach ich mal. So, hier bin ich wieder mit dem Schraubendreher. Messschieber packen wir mal weg. Also die 3 mm Madenschraube kann man vergessen. Die ist völlig sinnlos und wertlos. Besorgt euch eine 5er mit einer 5er Länge und dann funktioniert das. Schraubt die 3er Madenschraube bloß nicht rein und probiert das aus. Weil dann blub, verschwindet sie nämlich im Loch und dann ist sie fast unmöglich wieder rauszukriegen. Also ich habe da fast eine halbe Stunde rumgefummelt, um die wieder rauszukriegen, die Madenschraube. Fast verrückt geworden. War schon in leichter Panik. Aber mit dieser 5 mm langen Madenschraube funktioniert die Air-Control auch. Ja, hier ist das Befüllloch, hier wird die Luft gezogen und hier ist die Madenschraube für die Air-Control. Wie gesagt, dieser hier, dieser Adapter für das Tripp-Tipp, mörderscharfkantig. Hier oben an der Ecke, das ist immer noch scharfkantig wie Sau. Weil man muss ja hier anpacken. Und zuerst ließ er sich nicht richtig reinschrauben, da war ein bisschen hakelig. Aber mit viel Gewühle und Gespiele haut es jetzt hin. Ist aber immer noch scharfkantig. Würde ich wahrscheinlich mal entgraten. Also da habe ich gerade die ganzen Finger aufgeschnitten. Beim Reinwürgen sozusagen, beim Gängigmachen. Ne? Also dieses Ding haben sie wahrscheinlich, ist von der Maschine gefallen, das haben sie wahrscheinlich gar nicht getestet in irgendeinem Probeteil. Und hatte wohl Grat am Gewinde, aber der Grat ist nun weg. Jetzt lässt er sich adaptieren. So, das ist eben dieser Stell. Man kann diesen Glastank, dieses Fenster, Glasfenster austauschen gegen Edelstahlfenster, nicht Tank, Tankelement, so. Dieses Tankelement, das kann man austauschen. Genau das gleiche quasi wie beim Leitner. Gleich mal zur Seite und dann zerlegen wir den mal. Dann haben wir hier eine Topcap. Die Topcap hat hier innen drin eine Dichtung, wichtig für das Rohr hier, für das Luftzugrohr, für die Verdampferkammer, dass das abgedichtet ist, weil hier sitzt ja nachher das Liquid drin. Wenn es nicht abgedichtet ist, fängt an zu siffen. Das ist hier ein Dichtring drin, hier oben ist ein Dichtring, um das Ganze abzuschließen, den Tank hermetisch. Dann haben wir, ich mache das mal, ich zerlege den jetzt mal komplett. Dann haben wir hier eine obere Tankhülse. Dann haben wir hier den Rhein-Macrolon-Tank. Den schraube ich auch mal auseinander. So, das ist ja fest gewesen. Muss man aufpassen, dass man sich die Gewinde nicht versaut. Hier ist das Mittelstück oder man nimmt das Edelstahlstück, das ist wurscht. Ich finde das ein bisschen besser, weil man immer ein Auge auf Liquidstand hat. Ne? Weiß man immer, aha, muss ich nachfüllen. Ja, aber es gibt auch Leute, die mögen das komplett in Edelstahl. Dann nimmt man halt den hier und schraubt den hier rauf. Dann hat man den gesamten Tank, wie man es hier sieht, komplett in Edelstahl. Ja, das Finish ist auch viel, viel besser als bei dem anderen. Ich kann das ja mal nebeneinander halten. Vielleicht sieht man das dann auch ein bisschen besser. Ja, doch, sieht man. Wenn ich das so beides so nebeneinander halte, man sieht, das Finish hier ist wesentlich, wesentlich schöner als das hier. Das ist Hauruck-mäßig, das ist auch leicht zerkratzt, das ist also nicht schön bearbeitet, besser bearbeitet, obwohl der billiger ist. Man muss sich wundern, ne? Ja, ich schraube das mal wieder alles auseinander. So, das war das Tanksystem, das war der Deckel, das war das Tripp-Tipp. Schon wieder eine E-Mail. So, und jetzt kommen wir langsam zum Kernstück des Ganzen. Dann hat man hier oben ja seine Verdampferkammer. Und die Verdampferkammer besteht aus zwei Teilen. Einmal aus der Kammerhülse und einmal aus dem Luftzugdeckel. Sag jetzt einfach mal so, ich gebe denen jetzt mal meine eigenen Namen. Ne? Die haben sicherlich Spezialnamen. Da fällt mir gerade auf, dieser Deckel hat keine Dichtung.
Normalerweise sollte der eigentlich eine Dichtung haben, ne? Bei dem Light war hier noch eine Dichtung drin. Ich würde ja sehen, ob der so dicht hält. Oder ob die da die Dichtung vergessen haben. Da gehört normalerweise, glaube ich, eine Dichtung rein, hier oben. Die fehlt hier. Nun gut. Und dann haben wir eben die Base. Den Collectors. Ich glaube, Collectors Tank heißt das Teil. Die Base besteht oben aus einem Pluspol und einem Massepol, wo nachher die Wicklung reinkommt. Jetzt gehe ich mal dichter ran. Dem Luftzugloch hier in der Mitte. Dieses Luftzugloch ist ja mit diesem Luftzugloch verbunden. Hierüber zieht er sich die Luft nach oben. Und mit der Madenschraube 5 mm, hatte ich ja gesagt, nimmt nicht die Dreier, schraubt die Dreier nicht rein. Mit der 5 mm Madenschraube ist alles gut. Wenn ich die jetzt weiter reinschraube, würde die den Kanal ja einengen. Wenn ich damit ganz viel Licht reingehe, wird man sogar sehen. So, und dann kann man den ganzen Tank auch weiter... 4 GB Grenze erreicht. Wo war ich stehen geblieben? Dann kann man den ganzen Tank auch weiter zerlegen. Das werden wir mal tun. Deswegen hatte ich mir vorhin den Schraubendreher geholt. Da schraubt man einfach unten den Pluspol raus. Das ist einfach nur eine Schraube. Und dann kommt man an den Collectors Tank ran. Ich glaube, so heißt der. Guckt euch das mal an. Die haben sogar das Logo kopiert. Banditen. Und dann kann man den, wenn die Schraube unten draußen ist, kann man den hier aufschrauben. Dann hat man hier unten nur sein Töpfchen. Und zum Beispiel Liquid würde dann hier reinlaufen. Könnte man, wie in so einer Auffangwanne, könnte man dann unten über die Schraube sozusagen das Liquid ablassen. Oder den Deckel abschrauben und das sauber machen mal. Ja, hier kann man das auch noch erkennen. Mit der, ziemlich gut sogar, erkennen, was passiert, wenn man die Madenschraube zu weit reinschraubt, die dabei war, die 3 mm. Die sitzt unter dem Metallblech hier, was hier drin ist. Und stößt gegen den Mittenpol, gegen den Pluspol. Das heißt also, versucht die da mal aus der Kammer da unten wieder rauszukriegen, wieder zurückzufummeln. Muss ich mir ein Stück Draht biegen und die habe ich dann ganz vorsichtig wieder versucht rauszuschrauben. War nicht so einfach. Ja, das ist sozusagen nochmal so eine Auffangwanne, die hier drin ist. Nichts Spezielles. Zack, schraube ich wieder zu. Und da Plus-Nibbel wieder rein. Ich da jetzt wieder rauf. Ich bin vielleicht oben motoriger. So. Vorsichtig noch fest, kommt ab. Und dann haben wir hier unsere Base. So, wo nachher die Wicklung drauf sitzt. Und die werden wir mal wickeln. Dazu nehme ich mir mal einen Wickelständer. Ja, das hier mit dem Hütchen hier, der auf dem Tank sitzt, das finde ich auch interessant, dass da keine Dichtung drauf ist. Hier. Aber wer weiß, vielleicht brauchen wir die auch gar nicht. Aber bei dem Light war da eine Dichtung drin. Das weiß ich. Wir werden es gleich erleben. So, und basteln wir uns dann mal eine Wicklung drauf. Für eine Wicklung. Jetzt habe ich auch Microcoil gemacht vorhin. Dann machen wir mal eine normale Standardwicklung. Machen wir mal. So, ich schneide hier mal ein Stück Metall ab. 20er. Und dann basteln wir uns mal eine Wicklung zusammen. Ich flamme die ganze Geschichte mal ab, damit er sich ein bisschen angenehmer wickeln lässt. Mit meinem Brenner. Einmal durchglühen.
werden. Zaubern hier. 1, 2, 3, 4, 5. So, drücken wir da noch ein bisschen zusammen. Und dann sollte die natürlich, Moment, wenn sie so verschrauben werden. So, haben wir uns jetzt hier eine Wicklung hingezaubert. Müssen wir hier so reinlegen, warte mal. Das so reinpacken und hier reinpacken. Moment, erstmal sollten wir vielleicht mal die Schrauben lösen, ne? Vielleicht kann ich so doof aus das Kreuzschlitz, ne? Ja. Was ich mitgekriegt habe schon, ist, dass diese Schrauben und das gesamte obere Teil, das kann man sich schnell kaputt machen, wenn man die Schrauben zu sehr anknallt, ne? Aber es gibt ja auch Grobmotoriker. Die haben so kleine Schrauben und dann gehen sie ja richtig hart ran. Ne? So, ich hoffe, da hat das einigermaßen scharf. Das ist natürlich jetzt für mich zum Schrauben so ein bisschen doof. Aber so, dann mal so irgendwie. Schön, was ich hier mache. Was wurscht. Das wurscht. Nichts zu halten. Hätte ich andersrum wickeln müssen. Seite. Zack. So, und dann knaddel ich die hier ab. Aber zweimal. Über dem Luftloch. Darf man natürlich das Luftloch nicht berühren. Ziehe ich noch ein bisschen nach oben. Richte sie vielleicht noch ein bisschen aus. Ach, das sieht eigentlich ganz gut aus. So. Fertig ist unsere Wicklung. Wie ihr seht. Doch nicht. Seht ihr das? Eine Watte durch. Jetzt können wir natürlich mal gucken. Von oben seitig liegen. Wo ist meine Dampfmaschine? Ja. Den Pelle geht hier ab. Den hier auf. Ihr habt gesehen, das geht ziemlich einfach.
Frage ist natürlich, wie gut dampft es nachher, ne? Wie viel geforscht habe ich falsch umgewickelt. So, Widerstand. Widerstand, Moment. Weg. Liegen wir bei 1,8 Ohm. Das ist schon mal gut. Und wie ihr seht, noch nicht. Das haut schon hin. Ich gehe da mal dichter ran. An die Wicklung. Ich gehe mal Feuer. Also glüht gleichmäßig. Was wollen wir mehr, ne? Hat 1,8 Ohm. Da kommt jetzt mal eine Wanne rein. Muss man natürlich aufpassen, dass die Wicklung, ich zeige das nochmal, ein bisschen Abstand hat zum Luftloch hier, damit es keinen kurzen gibt. So, dann fummel ich jetzt gleich Watte rein. Ja, ist nicht schön, ne, die Wicklung. Aber das ist wurscht. Jetzt habe ich ein bisschen Watte. Wie man den wickelt, also wie man die Watte einbringt. Und zwar hat er ja hier liegt das Liquid auf und über diesen Kanal und über diesen kleinen Fokus hier, über diesen Kanal und diesen Schlitz hier drückt das Liquid hier in die Kammer rein. Also hier oben drauf sollte die Watte liegen. Hier ist das Gewinde, hier darf auf keinen Fall Watte rein. Nur hier oben auf. Am besten hier über diesem Schlitz sollte die Watte liegen. Auf der anderen Seite natürlich genauso. So. Hier ist das gleiche Prinzip wie beim Typhoon GT sozusagen auch. Das Ding liegt in der Liquid-Säule. Das Liquid wird reingedrückt über die Säule und man erzeugt auch noch automatisch beim Ziehen einen Unterdruck. Jetzt gehen wir mal ein bisschen raus und fummeln wir die Watte hier so ein bisschen zurecht. Bastel mir hier mal so einen kleinen süßen Wattedocht. Hier ist mir auch noch ein bisschen zu viel Watte. Ich muss ein bisschen alles ausrichten hier. So dann dralle ich mal los. Jetzt muss ich bloß gucken, jetzt muss ich ihn abschneiden, die Watte, weil wir hatten ja gesagt, jetzt gehe ich mal wieder dichter ran. Die Watte liegt nachher hier oben auf, also schneide ich nicht ganz so viel ab. So. Kann ruhig ein bisschen fluffig sein hier. Hier so reinlege. Das mache ich auf der anderen Seite auch. Okay. So, jetzt habe ich hier meine fluffigen Händen. Nun lege ich die Watte. Jetzt benetze ich am besten meine Finger mal ein bisschen mit. Ich war eben gerade aus dem Bild draußen. Ne? So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich die Watte hier so ein bisschen angebackst kriege. In die Nähe von diesem Liquid-Kanal. Könnte ich da dann noch einen Tropfen aufmachen? Manchmal hilft das ja. Ja. So. Also nicht wirklich.
machen wir mal anders. Das machen wir mal anders. Ich will die Warte, die mal drauf. Aufpacken hier. Ich dachte, ich kann es da reinlegen, aber ich mache die Warte nach oben. Dann richte ich das nachher aus. Nachdem die Hülse hier drauf ist. Liegt wieder rein. Und jetzt muss ich bloß von oben versuchen, die Watte auf diesen Steg aufzulegen. Dass die in der Watte liegt, ne? Im Liquid nachher. So. Das war der erste Streich. Das muss man so ein bisschen vorsichtig machen. Die soll unten auf diesen, auf der Ausfräsung aufliegen. Dass sie quasi auf dem Liquidkanal liegt. Das könnte ich natürlich nochmal beigehen. Habe ich hier noch ein bisschen Watte? Die habe ich weggeschmissen. Ne? Ja, ich warte. Jetzt nehme ich hier noch ein ganz kleines Stück und polster das noch ein bisschen auf. Und Watte haben wir ja nun genug, ne? Da lege ich mir noch mal so ein kleines Stückchen hier, dass ich da auch noch einen Stopf. Zusätzlich noch. Die Seiten so ein bisschen auspolster. Ohne Druck. Hier noch mal so einen kleinen Warte-Örtel. Den packe ich hier rein. Auf die andere Seite. So. Damit wir einen guten Liquid-Speicher haben, ne? Seht ihr das? Ich hoffe, das natürlich alles funktioniert. Das werden wir gleich sehen. So, jetzt trinke ich das Ganze mit Liquid. Ja, warte, nimmt auch nicht was auf. Das reicht aber. So, das ist jetzt mit Liquid getränkt. Jetzt baue ich das alles zusammen. Jetzt gehe ich mal raus. Schraube das Ganze hier ab. Den Deckel hier von dem Tank hier oben rauf, der keine Dichtung hat. Na. Sollte dicht sein, hoffe ich. Das war die Geschichte. Jetzt bauen wir den Tank zusammen. Da müsst ihr aufpassen. Wenn ihr hier einmal falsch ansetzt, dann ruiniert ihr euch den Magolon-Tank. Da bin ich mal ganz vorsichtig. Normalerweise braucht man das ja nicht zerlegen. Das haben wir nur zu Demonstrationszwecken jetzt gemacht. So. Zack, ist drin. Genau das gleiche. Zack, ist drin. Kommt der Tank hier rauf. Jetzt kommt der Deckel rauf. Kommt das Trip-Tip rauf. Das müssen wir nur noch befüllen. Premiere, Premiere. Hier ist dieses Befüllloch. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, ich sauge hier nicht rum. Mal schauen. Ich gehe mal dicht daran. Dass man live mitkriegt. Die kleine Perle. Der Tank das erste Mal befüllt. Über diese. Und schon zu suppen, ne? Ne, da hauen wir irgendwie nicht an. Das Käse. Da ist die Spitze, glaube ich, auch schlecht, ne? Ja, die ist ein bisschen ungeeignet. Habe ich da noch was Geeigneteres? Ne, habe ich nicht. Moment mal.
probiere es trotzdem nochmal. Mit ein bisschen mehr Druck vielleicht. Ich weiß es nicht. Nee, das duckt jetzt schon. Nee, das ist scheiße. Okay. Jetzt ziehe ich mal raus hier das Liquid hier aus dem Loch. Ja, ich habe auch die falsche Flasche. Normalerweise brauche ich solche Flasche, aber hier ist reines Menthol drin. Ich glaube, in dieser Flasche geht's. Seht ihr das? Die kann ich nicht benutzen. Das ist pures Menthol. Also, wie füllt man ihn auf? Man könnte die Luftlöcher zuhalten und von oben befüllen. Das probiere ich doch mal aus. Das mache ich mal hier den auf. So. So soll es nämlich auch gehen, wenn man die Luftlöcher zuhält. Das war nicht so schön. Dann halte ich mal die Luftlöcher zu. Füll die ganze Geschichte auf. Hoffentlich säuft man da nichts ab. Viereinhalb Milliliter passen da rein. Das soll reichen. Dann kommt der Deckel wieder auf. Dann kommt das Trommeltipp drauf. Dann nehmen wir die Finger weg und dann sollte er hoffentlich nicht zu sehr suppen. Blubbert nicht, das ist schon mal gut. So kann man ihn also auch auffüllen. Mit den hier. Mit dem Deckel. Muss ihm, wie gesagt, die Luftlöcher zu halten. So, jetzt. Schrauben wir die hier mal auf. Okay, dann kann man den mal auffüllen. Hoffe ich. Mal schauen. Eierlikör. Hammer. Moment. Wo ist der Widerstand jetzt? 1,8 Ohm. Geschmacklich gut. Quallen auch super. Also, gleiche Prinzip wie beim anderen Verdampfer, bei meinem Perle GT. Das Liquid steht auf den Rinnen drauf, drückt das in die innere Verdampferkammer. Beim Ziehen wird zusätzlich ein Unterdruck in der Verdampferkammer erzeugt, was das Liquid zusätzlich noch reinzieht. Und je enger man die Luftregulierung schraubt, also je strammer die Luftregulierung ist, desto größer wird auch der Unterdruck und der Liquid-Nachfluss. Ja. Ja, die Entwicklung funktioniert, ne? Seht ihr ja. Ja, muss ich natürlich jetzt erstmal eindampfen. Flash. Ist okay. Aber, muss ich erstmal was trinken. Aber ist mir fast noch eine Nummer zu heftig. Der Flash. Bei dem anderen auch. Es geht. Ist okay. Aber 14 Milligramm. Geschmacklich gut. Das geht auch vom Flash her. Ich will mal raufgehen mit der Leistung. Gehen wir mal. Oh.
macht ein... Ja, ruhig, wie verrückt das Ding. Macht einen warmen Dampf. Also einen deutlich wärmeren Dampf als bei dem. Dass der Dampf zwar auch nicht kalt, aber nicht so warm wie bei den Taifun. Beim Light genau das Gleiche. Ja, da muss ich erstmal eindampfen. Ne? Und macht einen dichten Rauch. Aber ich gehe mal mit der Leistung wieder runter. Muss ich ja nicht ganz die Booty einnebeln. Ja, schon ordentlich. Also funktioniert vom Flash her wie auch der hier, ist mir noch eine Nummer zu hart und ihr habt gesehen, ich bin nicht weit über dem ich bin nicht weit mit der Wicklung vom Luftloch weg, also viel tiefer könnte ich gar nicht mehr gehen und darüber stellt man ja den Flash ein. Die zweite Möglichkeit den Flash einzustellen wäre über die Nikotinkonzentration, weil das Nikotin macht den Flash. Und ich weiß nicht, ob es viele Leute gibt, die den Kaifun mit 14 Milligramm Nikotin dampfen. Das ist eine Nummer zu hart. Und müsste ich mal checken, wie das mit 10 Milligramm aussieht. Oder wieder noch einen Tick weiter runter. Also mit 10 Milligramm will ich mal testen. Habe ich auch in den Kühlschrank liegen. Da will ich mir mal eine Flasche anmischen. Und mit 14 Milligramm, es geht, aber nagelt schon ganz gut rein. Erst dachte ich, den habe ich hier so scheiße gewickelt mit meiner Microcoil-Wicklung. Der ist ein bisschen milder vom Flash her. Tut sich aber nicht viel, das ist fast das Gleiche. Das liegt jetzt liegt es wirklich, und den habe ich auch tief gesetzt, direkt übers Luftloch. Und den habt ihr ja gesehen beim Wickeln. Der ist auch nicht weit vom Luftloch weg, Millimeter oder sowas, vielleicht noch nicht mal. Naja, der produziert natürlich auch, der räuchert natürlich auch nicht los, ne? Klar ist der Flash, ne? Bei 14 Milligramm Nikotin, der nagelt bestimmt auch gut liquid raus, ne? Geht aber, kann man benutzen, also den Tank. Den würde ich auch leer dampfen. Aber dann würde ich mal 10er Liquid einfüllen. Also 10 Milligramm Nikotin-Liquid. Kugelt auch nicht. Also, die Wattewicklung, so wie sie gemacht worden ist, von uns gerade. Ja, ich habe natürlich wieder. Ich hätte so rumwickeln müssen, ne? Oh. Na gut, fürs nächste Mal. Beim anderen habe ich es richtig gemacht. Hier natürlich wieder falsch, ne? Bin zu blöd. Ja, räuchert los, ne? Schon ziemlich dichter Rauch, geschmacklich top, flashmäßig muss ich was machen. Dachte ich erst beim Light, habe ich vielleicht Mist gemacht mit meiner Microcoil. Nee, das scheint generell bei den Typhoon-Dingern so zu sein. Also mit 14 Milligramm Nikotin sollte man die nicht betreiben. Also weniger. Dann sind sie bestimmt richtig gut. Das will ich natürlich jetzt als nächstes probieren. Den Tank will ich natürlich jetzt, den ich jetzt aufgefüllt habe, komplett leer dampfen. Und da kommen noch 10 herein. Und dann wollen wir mal gucken, was dann passiert. Aber es geht. Wir nehmen ja natürlich jetzt nicht eine Tonne Dampf hier rein, Orgel. Also so wie jetzt, ist okay. Tut dann nicht weh. Aber wenn ich jetzt hier richtig Kapelle gebe.
dichte Dampf ist. Ja, Kaifun halt, ne? Ja, macht schon Böge, ne? Also, der Kaifun, der günstigere Kaifun, ist vom Finish her besser wie der Light. Der Light lässt sich einfacher befüllen, weil von unten die Befüllschraube ist. Ihr habt ja gesehen, mit dem Befüllventil, das hat bei mir nicht geklappt, aber das liegt an dieser beknackten Flasche. Guckt euch mal die Spitze an. Also die ist denkbar, nehme ich mal an, denkbar ungeeignet. Das muss dann so eine sein hier. Würde ich auch nochmal testen. Aber hier ist mein, guck mal hier, pures Menthol ist hier drin. Mit so einer, ich nehme an, mit so einer Spitze wird es funktionieren. Aber ich habe jetzt kein fertiges Liquid, nur das Menthol habe ich in so einer Flasche. Ich habe jetzt keine Flasche, keine gleiche Flasche, wo ich das mal ausprobieren könnte. Also ein bisschen mehr fertig machen. Na, aber hier habe ich ja gesehen, mit Luftloch zuhalten, oben aufschrauben, geht auch. Und süfft auch nicht. Nö. Süfft nix, ist nix abgesoffen, scheint trocken zu bleiben. Geht gut los. Also der vom Finish her gefällt mir besser und er pfeift auch nicht. Ja, ganz minimal, ne? Ganz kleines Hintergrundpfeifen hat er schon, aber er ist keine Blockflöte, ne? Wie bei anderen, ne? Da pfeift das Ding ja wie Hulle. Das ist hier nicht so. Vielleicht liegt das auch mal an der Madenschraube. Air Control. 5 mm. 3 Jahre rausschrauben. Tonne. Wenn das bei euch nur 3 mm lang ist, wenn die Madenschraube 3 mm lang ist, schraubt sie mal raus, messt nach. Schmeißt sie gleich weg. Schraubt die bloß nicht rein. Wenn man was plopp und dann habt ihr ein Problem. Besorgt euch eine 5 mm lange Madenschraube, dann ist gut. Einwandfrei. So, Freunde, das Video ist wieder lang genug geworden. Habe ich sonst noch was zu erzählen? Nö, habe ich eigentlich nicht. Er lässt sich leicht wickeln. Ein gutmütiges System. Für 15,70 Euro. Oder eben der Light für 19,60 Euro. Vom Light, okay, da ist eine Menge Zubehör dabei, in Form von Dichtung und so. Aber das Zubehör ist ja auch dabei gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei jedem ist oder nur bei mir, mit dem Edelstahl-Mittelteil und dem Drip-Tip-Adapter. Aber für 15,70 passt. Kann man eigentlich nicht pöbeln. Bin ich sehr zufrieden. Und ihr seht, das Ding süfft nicht. Er lässt sich von unten zwar nicht befüllen, wegen dem falschen Loch, muss ich mal testen. Falschen Flasche. Aber von oben rein, Luftlöcher zu halten, raufschrauben, fertig. Und zuckt nicht, ist zu. Ziemlich lecker das Liquid hier, das Eierlikör. Mm. Aber verfärbt sich so rötlich. Oder orange. Und dichter Rauch, ne? Dichter
Dampf. Nicht Rauch. Dampf. Optisch. Seht ihr selbst. Super. Verarbeitung. Super. Verarbeitung besser als beim Light. Und dann ist er eben noch billiger, 3 Euro. Na gut, wenn jetzt die Hülle nicht dabei ist, diese Hülse. Aber die kann man sich, glaube ich, auch einzeln bestellen. Ne? Bei Fastec. Ja, habe ich auch bei Fastec bestellt, hier den hier. Und den auch. Aber sind prinzipiell beide identisch, außer dass das Oberflächenfinish hier nicht so gut ist. Das ist mir gleich aufgefallen. Und dass der gestunken hat wie Sau nach Maschine. Hat der hier nicht. Der war sauber. Der war richtig sauber. Den habe ich vorher nicht sauber gemacht. Den dampfe ich jetzt so original, wie ich den bekommen habe. Ja, hätte man natürlich auch rauswaschen können, alles sauber machen. Aber da braucht man nichts sauber machen, das riecht man ja. Und das schmeckt auch nicht irgendwie schlecht oder so. Funktioniert. Plus 14 Milligramm Nikotin. Na, da wollen wir mal gucken hier, wenn ich meine 10 Milligramm angreife, wie er dann schmeckt. Flasht, nicht schmeckt. Schmeckt oder ja gut. Wie er dann flasht. So, meine lieben Abonnenten, ich sage Peace. Haut rein. Das war jetzt mal ausnahmsweise ein kurzes Video. Wobei, ich glaube, so kurz ist das, auch schon wieder eine Stunde, ne? Naja, das seid ihr ja mittlerweile gewohnt von mir. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen rauf. Und meine Hater-Freunde machen natürlich wieder obligatorisch den Daumen runter. Aber das haben die wahrscheinlich schon nach 2 Minuten gemacht. Ich habe das Video noch gar nicht geguckt. Wie gesagt, Fälschung, ne? Böse, böse. Die haben sogar, wie gesagt, das Logo gefälscht, ne? Kann man das erkennen? Wo ist denn das? Da. Hier ist es. Die haben sogar das Logo gefälscht. Kann man sicherlich ein bisschen erkennen hier, ne? Ja, hier kann man es ganz gut erkennen. Dreist. Naja, auf der anderen Seite, wenn man ein Produkt fälscht, dann will man das natürlich auch perfekt fälschen, ne? Da gehört so ein Logo natürlich mit dazu, ne? Weil, bringt ja nichts, wenn sie da jetzt Fastec drauf kritzeln. Weiß ja jeder, wo das abgekupfert ist, ne? Dann können sie auch die Lasergravur abkupfern, ne? Wenn sie schon den ganzen Rest kupfern, ne? Ja, wenigstens, dann sind die Burschen sind wenigstens konsequent, ne? Und mir ist es egal, mein Gott. Aber 129 würde ich dafür nicht ausgeben. Aber für 15,70, doch. Super. Räuchert gut, schmeckt gut. Und muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen eindampfen. Jetzt ist er vom Flash ein bisschen besser geworden. War nur am Anfang so schlimm mit dem Flash. Muss ich eindampfen, das Ganze, ne? Einspielen. Prima. Bin ich sehr zufrieden. Jetzt nochmal. Tschüss, meine lieben Dampffreunde und Abonnenten. Ja, das Video war hoffentlich okay für euch. Oder eben, wenn nicht, Daumen runter. Aber allein schon, dass das eine Fälschung ist, die ich hier vorgestellt habe, für 15,70, das rechtfertigt schon so einen Daumen runter eigentlich, ne? Naja, aber ich richte mich nach dem Markt, ne? Ob ich nun ein Produkt kaufe für 129 Euro hier in Deutschland oder ich kriege es für 15,70, ne? Ja, greif mal nackten Mann in die Tasche, ne? Mühsam mühsam zusammengekratzt, das Geld, ne? Für das Ding. Ja, für das auch, ne? Für den hier. Aber der gefällt mir besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Kaifun. Das ist ja der Kaifun. Kaifun 3.1 ES. Könnt ihr kaufen. Der Taifun, also der Perle GT, der Taifun GT ist natürlich auch super, ne? Also die beiden könnt ihr bedenkenlos kaufen, ne? Der gefällt mir richtig gut. Richtig gut. Aber der hier, mit so einer Schnorrerwicklung, habt ihr ja gesehen. Habe ich mir keine Mühe gegeben. Brrr, verschrauben, abgnadeln, Watte durch, Watte runterpopeln ein bisschen. Und läuft. Und räuchert.
Also der räuchert richtig, ne? Also das schafft er hier nicht. Der Typhoon GT schafft das nicht. Dafür ist er schön Anfänger geeignet, aber der sieht ja selbst auch nicht kompliziert. Bloß eben mit dem Befüllloch. Ja, da muss man natürlich die richtige Flasche haben, ne? Und gerade für mich ist das natürlich schlecht, weil ich ja diese Glasflaschen hier habe und gerne mal aus der Glasflasche rauskippe, ne? Hier ist übrigens Red Bull drin. Dann kann ich das natürlich mit dem Befüllloch total vergessen, ne? Wenn man Tröpfel einsetzt, na gut, den nehme ich dann raus, ne? Raus und dann reinkippen, ne? Das ist ja meine Fraktion, immer reinkippen. Also ich glaube, diese Befüllgeschichte mit diesem Befüllloch, das will ich gar nicht weiter ausprobieren. Ja, einmal will ich es mal testen, ob es funktioniert. Ansonsten hier oben die Luftlöcher zuhalten mit dem Finger. Aufschrauben hier das Oberteil, den oberen Deckel hier. Fliegt wieder rein, Deckel rauf. Attacke. Funktioniert auch. Habt ihr ja live gesehen, ne? Ja, schöner Verdampfer, kann ich empfehlen. Daumen rauf, wenn ihr die kaufen wollt. Macht ihr nicht viel falsch. Wenn ihr die Wahl habt zwischen dem Typhoon 3.1 ES und dem Typhoon Light vom Finish hier mit dem Material, sagt mir persönlich nicht so zu. Also von der Oberfläche her. Ansonsten genau das gleiche System, ne? Der ist besser verarbeitet und ist günstiger. Ja, da fällt die Wahl doch leicht, ne? Vorteil natürlich am Light ist, befülltechnisch von unten mit der Schraube. Also da würde ich dann auch was werden mit dieser Flasche hier. Rein. Aber nichts, da würde ich nichts werden mit dieser Flasche hier. Aber da kann man es ja genauso machen. Luftloch zuhalten, Deckel oben abschrauben, reinkippen, Deckel wieder raufschrauben, fertig. Aufgefüllt, aufmunitioniert. Ist mir auch lieber so. Geht schneller. Peace-Freunde, ich sag jetzt wirklich Tschüss zum 10. Mal, ne? Ne, zum 4. Mal. Ich sag jetzt Peace, Tschüss, haut rein, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.